Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Projekt. Ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt mitnehmen kann auf die Reise mit Alan Wake. Ich kenne das Spiel nicht, es ist für mich blind. Ich habe das schon so lange bei Steam rumliegen und habe gedacht, jetzt fange ich endlich an, das zu spielen. Ich habe hier nur Einstellungen gemacht, deswegen könnte ich hier fortsetzen, habe aber eigentlich noch nichts gesehen und starte jetzt mit dir rein in ein neues Spiel. Ich würde sagen, ich fange mal an. Kann ich das? Ach, das ist immer so die Sache. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal einstellen kann hinterher. Ich nehme jetzt erstmal leicht und schaue, dass ich es notfalls anpasse. Dann ich schaue einfach. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja. Es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Episode 1. Albtraum. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ja, also, wie gesagt, ich kenne das Spiel tatsächlich nicht. Ich habe auch kein Let's Play dazu gesehen. Ich weiß nur grob, worum es geht und ich gucke jetzt einfach. Sehen Sie zum drehen Sie die Kamera. Ah ja. Steuerung umkehren nach oben? Nein. Sie können die Kameraeinstellung in der Anzeige der Menüoptionen ändern. Nee, so ist aber, so passt schon. Alles klar. Ist ein bisschen schwammig, ne? Gehen Sie mit dem linken. Ah ja, guck mal, so ist langsam, so ist schnell. Ich habe extra Control-Pad angeschlossen, weil das Spiel ja eigentlich für Konsole gemacht ist. Und dann ist meistens die Umsetzung für Tastatur und Maus nicht so toll. Kontrollpunkt erreicht. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Hiermit renne ich. Ach so, damit renne ich, ja. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Okay. Zum Leuchtturm gehen. Alles klar, mache ich auch. Ach, guck mal an. Ich gucke jetzt erstmal, was hier ist. Ich glaube, es wird nicht so hoch. Ja, da will ich ja hin, aber ich glaube, es wird nicht so, es wird ja nicht Open World irgendwie sein, vermutlich. Na, aber ich möchte hier trotzdem gucken. Ich bin ja jemand, ich schaue mich einfach gern auch um. Guck mal, was liegt denn da zum Beispiel rum? Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Ja, aber die Thermosflasche kann ich mitnehmen. Sammelbare Thermosflaschen gefunden, eine von 100. Ach, da komme ich ja nicht, ja, da komme ich nicht, ach so, und da muss ich selber drehen. Automatisch dreht er die nicht. Also ich werde mit der Steuerung wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal kämpfen, weil ich ja, also ich habe zwar eine Konsole, ne, aber ich spiele da nicht so häufig dran. Deswegen muss ich da wahrscheinlich erstmal gucken. Was ist hier denn? Oh, ich habe doch da was gehört. Da wird irgendjemand vermisst. Kann ich mir das genauer anschauen? Nein. Das bin aber nicht ich, gell? Nee. Na, alles klar. Was steht hier noch? Hiking Trail, Cove Point, Lighthouse. Ja, dann kann ich doch hier auch lang gehen. Ist ja prima. So, was ist hier noch an der Pinnwand?
Alan Wake, The Sudden Stop. Ach so, guck mal an. Ach, guck mal, ist das derselbe? Nee, das ist jemand anders, der da vermisst wird, oder was? Na, ich geh mal weiter. Hallo? Nee, 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 nee. Ich kenn mich gar nicht, oder Schreiberling. Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und sie hören, damit es die Spannung steigert? Hallo? Jetzt stecken Sie in dieser Geschichte und ich werde Sie ruhig zulassen. Alter, ich lauf mal lieber weg, ne? Ohne Ihre Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten. Sag mal. Ach, der ist jetzt nicht mehr da, oder was? Was war das denn? Was für eine Freakshow? Mein Hund, der macht hinten wieder Rambazamba, ne? Ach, na bravo. Sie können Angriffen ausweichen. Drücken Sie LB und L um... Au! Ja, aber... nee, das mache ich ja scheint's mal falsch, ne? Nee, ich drück aber L. Ach so, vielleicht. Warte. Nee, das ist auch falsch. Ach so, ja, guck mal. Ah ja, ich muss ja immer erst ausprobieren. Okay. Das war gut gemacht, sagt er. Okay, ich finde das nicht so gut. Gut gemacht, er fand, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Alles klar. Na, was für eine Freakshow. Okay, also ich muss das drücken, weißt du? Das ist, na gut. Da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Ich werde sehen, ne? Also. Ich gehe mal weiter. Kontrollpunkt erreicht. Eine Figur aus meiner Geschichte. Was will der denn von mir? Der ist ja wohl. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Mal hakt's, ey. Nein, was ist denn los? Wenn ich wüsste, wohin ich rennen muss, da lang wahrscheinlich, ne? Au, die Steuerung ist aber echt so ein bisschen mühsam. Na gut. Ich hoffe, ich werde mich im Laufe des Spiels noch besser dran gewöhnen. Mit umgucken ist hier jetzt natürlich auch nicht viel, ne? Da lang. Immer schön dem Licht entgegen, ne? So. Ja, oder auch nicht. Ja, ich bin unterwegs. Ich lauf schon. Ich muss mal die Toneinstellung noch ein bisschen leiser machen. Also von der Musik und die Stimmen dann lauter im Verhältnis. Oh. Alles klar, ich gehe da rein, wenn du das sagst, ne? Hallo? Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Oh nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Ah, wie geil ist das denn? Alter, ist das, Alter, ich bin ja absolut weggeflasht. Was ist das denn für ein geiler Scheiß, ey? Kann ich hier irgendwie... Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja, aber ich will mich hier erst umgucken. Darf ich das noch machen? Oh, oh. Na, anscheinend nicht so wirklich, oder? Oh, 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 ja, jetzt muss ich aber raus. Ah, scheiße, ey. Ich gehe hier durch.
Ich gehe hier durch, ich gehe hier durch, ich gehe hier durch. Dem Licht folgen, ja. Weißt du, follow the light. Nicht dem Plot. Sie sind verletzt. Sie ja? sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Ah, gut. Mache ich. L fokussieren. Ja, guck mal an. Aber ich muss ja immer, weißt du, weil du hier die, richtet sich ja sie nicht selber aus. Das Licht treten. Ja. Ach, und hier bin ich auch in Sicherheit? Hier kann mir dann nichts passieren, oder was? Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Ja. Es lautet so. Rinna wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Ja? Nein. Zum Licht. Ja? Ich bin verwirrt. Ja, ich gehe zum Licht. Ach, guck mal, das Licht repariert die Treppe. Ist das episch? Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Ja, alles klar. Dann zeig ich mir mal das Wichtigste. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Ja. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Gut. Hier die Lampe. Nehmen Sie die Taschenlampe. Ach, da. Ich nehme mal die Taschenlampe. Geben Sie die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Aha. Batterien einsetzen. Gut gemacht. Ja? Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Ja? Hier, nehmen Sie die Waffe. Ach Gott, eine Waffe soll ich auch noch nehmen? Ach du meine Güte. Ja? Ah, ich sollte... darf ich mal... Ah, X drücken. Ah, okay. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Also, Licht machen und dann schießen. Furchtbare Dunkelheit die Welt. Ja. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Das Verstärken des Lichts. LT blendet Feinde und verbrennt die Dunkelheit schneller. Ah, Mann, ey. Das ist ja... Und er... Ach, damit kann ich schießen. Ach, das wird ja was werden. Ich bin der festen Überzeugung, ich werde so ablosen in dem Spiel. Nee, warte. Ich mach hier erstmal... Kann ich jetzt weitergehen schon, ja? Ich könnte mal nachladen gleich. So, ich gehe mal weiter. Ich gehe hier an. Oha! Nee. So nun nicht. Weitergehen. Ach du meine Güte! Ist ja hier voller Action. Andere Richtung, Mann. Ach, im Licht bin ich grundsätzlich komplett in Sicherheit, oder was? Ich weiß das noch nicht. Mal sehen. Was kann ich hier? Leuchtpistolenmunition nehmen. Ja, nehme ich mal mit, ne? Ich weiß ja nicht so genau. Vielleicht kann ich das mal brauchen. Leuchtpistole nehmen. Verwenden Sie, um Waffeln und... Waffeln, ja, ist alles klar. Waffen und Wurfobjekte zu wechseln. Ah ja, Revolver und Leuchtpistole. Ich nehme den Revolver und ich lade den auch gleich mal noch nach. Man kann nie wissen. Ich habe nur noch 25 Schuss, weißt du, es geht ja schon gut los. Man sieht halt auch nicht so viel, ne? Also muss ich ja auch mal sagen. Ich gehe jetzt hier weiter. Sie
So wie ich. Komm schon, komm schon. Okay, ich hab's geschafft, hurra. Aber, ja. Batterie ist wieder aufgeladen, gell? Sehe ich richtig. Wo muss ich denn hier lang? Oh nein, hier lang, ne? Ich gehe erstmal Richtung Licht hier. Aber Gott sei Dank, es sind einige Kontrollpunkte da. Oh, oh. Damit kann ich ewig weitermachen. Hallo? Nee, das ist... Oh Gott, ich muss wahrscheinlich in die Richtung rennen, ne? Ich renn mal. Gott, weißt du, bis ich dann sowas geschnallt habe, ne? Dass ich vielleicht rennen sollte. Das dauert bei mir halt immer ein bisschen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Lauf doch schneller. Also ich jogge da aber auch, ne, als ob es ein Spaziergang ist oder was. Da ist eine Thermoskanne, wollte ich sagen. Die lasse ich jetzt einfach mal stehen, ne. Ich gehe jetzt hier in den Leuchtturm rein. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Ja, sehr schön und ich glaube, genau hier beende ich jetzt auch diese Folge. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs mich begleiten, Tipps und Tricks zu dem Spiel, wie immer jederzeit unten in die Kommentare. Ja, mach ich. Mach ich dann im nächsten Part. Ich danke dir sehr und sag bis dahin. Ciao, ciao.